So, ein herzliches Willkommen hier in Villach bei der Ines Mantschko, unserer Focus Life Partnerin. Sie ist unsere Energetikerin im Team. Aber was genau sie so macht und wie ihr sie also buchen könnt, wird sie euch dann jetzt bitte selber ein bisschen erklären. Okay, hallo, herzlich willkommen bei mir. Ihr seid da bei mir zu Hause in meinem Reich. Momentan mache ich das noch von zu Hause aus, weil es für mich einfach so am praktischsten ist und ich dabei bin, das langsam aufzubauen, alles erst. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn der ein oder andere sich interessiert für meine Energiebehandlungen. Also, was mache ich? Als Energetikerin biete ich verschiedenste Energiebehandlungen an zu verschiedensten Themen. Es geht vor allem darum, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, das Energiesystem auszubalancieren. Also, ich arbeite viel mit Chakren, da mache ich Chakrenausgleich. Da geht es einfach darum, wieder alles in Balance zu bringen, die Energie wieder ins Fließen zu bringen. Ich mache aber auch Allergiebehandlungen zum Beispiel, wo es sich gerade im Herbst, Winter anbieten würde, da durchzustarten, weil der Körper sich viel leichter tut. Wenn keine aktuellen Reizungen von außen da sind, sprich keine Pollen fliegen durch die Gegend, dann tut sich der Körper leichter, einfach eine Allergie zu löschen und aus dem System zu bringen. Und mit meiner Allergiebehandlung habe ich schon sehr viele gute Erfolge erzielt und das würde sich sehr gut anbieten, jetzt zu diesem Zeitpunkt zu starten. Es braucht meistens ein paar Behandlungen nacheinander und damit kann man die Allergie schon sehr gut in den Griff bekommen, beziehungsweise sogar total symptomfrei zu werden. Ja, für nähere Infos bin ich natürlich immer gern persönlich da, um dich zu beraten. Und genau, ansonsten bin ich daran interessiert, Menschen wieder in ihr Gleichgewicht zu bringen, in ihre innere Mitte, wieder zur Ruhe zu finden. Ich finde, in unserer schnelllebigen Zeit ist es sehr wichtig, oftmals einfach innezuhalten, zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal auch die Zeit für mich. Komm zur Ruhe, komm mit mir in den Frieden und dadurch kann man schon vielen Krankheiten vorbeugen. Es wäre viel sinnvoller, viel öfter auf sich zu achten, bevor man dann krank wird und nicht irgendeine Krankheit dann bekämpft, sondern darauf achtet, gesund zu bleiben. Und das ist ganz wichtig, eben mit regelmäßiger Entspannung. Ich mache viel mit Tiefenentspannung. Das heißt, wenn du zu mir zu einer Energiebehandlung kommst, bringe ich dich richtig in eine tiefe Entspannung. So kann der Körper viel Stress abbauen und es kommt gleich gar nicht zu einer Krankheit. Die entsteht immer erst im Energiefeld und durch Außeneinflüsse und wenn die lange genug einwirken, dann entsteht irgendwo nochmal eine Krankheit durch diverse energetische Blockaden und Außeneinflüsse. Ja, genau, also ich freue mich, wenn ich dich angesprochen habe und du einmal zu einem persönlichen Beratungstermin kommen möchtest. Ist auch immer ganz unverbindlich und kostenlos und du dann an einer Behandlung vielleicht interessiert bist. Mich würde jetzt mal interessieren, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, weil jeder hat ja so einen Zugang ja, zu den Themen, warum er so eine Arbeit macht. Ja, ich war immer schon vielseitig interessiert, schon in jungen Jahren und habe mich schon lange für alternative Medizin und für so Energie, alles was man nicht sehen, nicht greifen kann, habe ich mich immer schon interessiert und fasziniert selber. Und war dann selbst, wo ich in Graz gelebt habe, also ich habe 7 Jahre in Graz gelebt und habe da eine Energetikerin dann gefunden, die mir sehr gut geholfen hat. Ich habe damals Beschwerden mit dem Darm gehabt und das hat sehr gut geholfen bei mir. Gerade so Verdauungsgeschichten sind auch oft schwierig mit der Schulmedizin in den Griff zu bekommen. Und das hat mir sehr gut gefallen und ich habe mich dann 2011 dazu entschieden, selbst eine Ausbildung zur Energetikerin zu machen. Und seitdem beschäftige ich mich intensiver mit diesen Themen eben und ja, mache das auch selber anwenden. Und es tut auch mir selbst immer wieder gut, wenn ich die Behandlungen mache. Ich komme auch selber zur Ruhe, selber zu mir. Also ich arbeite jeden Tag an mir persönlich auch. Also als Energetikerin macht man sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, weil man einfach Themen aufarbeiten muss, um auch gut mit den Klienten arbeiten zu können. Ja, super, danke vielmals. Das Danke war sehr auch. nett. Ja. Ja, die Ines macht eben Termine auch auf persönlicher Absprache, aber wir werden jetzt auch schauen, dass sie regelmäßig so Einzeltermine anbietet, also fixe Zeiten, wo ihr euch dann melden könnt. Und sonst findet ihr auch alle näheren Infos über die Ines auf unserer Homepage www.focuslife.at. Und wir Okay. werden sicher noch mehr von dir hören Ja, in nächster das will Zeit. ich hoffen. Danke Danke, fürs Interesse. ja. Ja, tschüss. Ciao.
Musik.